Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Return of the Opera, denn hier dran ist die Stube. Ich habe jetzt schon 27 Schicksale, habe ich jetzt zwischendrin mal mir nachgeschaut bei meinem Speicherstand, habe ich jetzt schon erschlossen von, was waren es, 60 oder 61 Leute gibt es ja, so knapp die Hälfte. Beim letzten Mal, da habe ich schon ein bisschen hier rumgeraten, aber ein bisschen geschlussfolgert, gut. Also das war die Erinnerung, in der Bootsmann hier seinen Wunden erlegen ist. Da habe ich jetzt zugeordnet, das könnte der, das hier könnte der Martin sein, der dritte Offizier, aber das hier könnte vielleicht der Stuart des vierten Offiziers sein. Was ich schlussgefolgert habe, ist, er hat gesagt, der Kapitän ist aus dem Frachtraum gekommen. Laut der Kapitän. Wer folgt ihm? Dieser Typ, den habe ich als Fähnrich eingestuft, aber es könnte natürlich auch der Stuart des Kapitäns gewesen sein. Der hat ihm gefolgt, der wollte ihn natürlich unterstützen. Hier kommt der erste Offizier rüber. Ich denke, was ich jetzt mal nochmal machen sollte, ist, ich gehe in die Erinnerung, bei dem der Krake angegriffen hat. Ist nur die Frage, wirklich da so weit war ich zurück bei der Flucht, okay. Ist nur die Frage, wie komme ich da am besten rein? Das war die allererste Erinnerung. Und ich möchte mir auch nochmal die Erinnerung von der Frau anschauen, weil sie ruft Martin. Also ich habe da jetzt viele Leute jetzt identifiziert. Also wer davon ist Martin? Unbekannt. Das hier könnte Martin sein, weil er ja sagte, wer hinten da oben. Ach, ich glaube, den habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Darf ich hier durch? Nein. Aber gut, der wurde von der Bestie verzehrt. Das passt anscheinend. Okay, wen hatten wir hier drüben? Den Bootsmann, das war der Franzose, der wurde erwischt. Ah, da sieht man ja, wie der Krake hier seinen Arm packt und dann abreißt. Deshalb hat man dann die Info gehabt, der wurde hier zerrissen. Du bist der eine, der dann vom Kapitän erschlagen wurde. Und du bist der Mendatus. Ich will ja nicht wissen, wer du bist. Und hier drüben haben wir, das war der Steward des ersten Offiziers, der Paul Moss. Den ersten Offizier habe ich schon. Moment. Dann bist du vielleicht der Martin, weil. Moment, schauen wir uns den Text an. Da ist die Frau, die wird erschlagen. Erinnerung. Da. Martin, wo ist der Kapitän? Sind Sie noch ganz betrost? Gehen Sie sofort wieder rein. Ich will zu meinem, wo ist der Unterdeck? Kommen Sie her. Sie wollte zu ihm hingehen. Dann kann ja eigentlich der das gar nicht gewesen sein, weil warum sagt er, kommen Sie zu mir? Das heißt, das muss der Martin sein. Das muss der Martin sein. Der dritte Offizier, der die Frau zu sich rüberrufen wollte. Okay. Ein bisschen zurück. In der Krake noch wütet. Teil 7 von 8. Genau, das war das Ende gewesen, bevor der Krake wieder sich verzogen hat. Du, mein Lieber, wurdest zerrissen. Und ich glaube, du bist ein Maskers, weil ich habe dich oben da gesehen. Aber welcher Maskers bist du? Der Omidghoul hatte ich schon mal. Der Dimblefee. Der Shisang. Der Li Hong. Der Wai Li. Ja, why not? Der Maba. Louis Walker. Leonard Volkov, den habe ich ja schon. Ne, bitte was? Doch, den habe ich. Ah, verdammt, jetzt muss ich das dann wieder ersetzen. Das muss ich jetzt wieder neu machen, weil den Namen hatte ich ja schon. Verdammt, wer war der? Genau, das war der. Den hatte ich ja schon.
Da habe ich den Namen dann erkannt. Das war der Leon Wolkow. Das heißt, wenn ich noch zwei andere habe, dann hätte ich's, dann könnte ich wieder was könnte ich was erschließen. Das könnte das Tor des Captains sein. Ja, da ist der Martin. Wenn er wirklich der Martin ist. Und was mir auch gekommen ist, wenn ja hier der Krake angegriffen hat. Ja. Und da sind ein paar und viele der Leute, die dann verschwunden sind, waren die Maßgaste. Heißt ja nicht unbedingt, dass die hier gefressen worden sind. Ja, vielleicht sind die auch nur über unbegreifbar. Die wurden vielleicht nicht verzehrt. Vielleicht sind die über Bord gegangen. Könnte sein, oder? Man weiß es nicht. Wer bist du? Unbekannt. Weil hier sind einige. Moment. Wer geht da über Bord? Der dann. Das könnten die Leute sein, die Maßgase, die über Bord gegangen sind. Unbekannt. Keine Ahnung, wer du bist, Damien. Noch immer noch die Ziege. Also ich tue bei dir mal. Nicht, du wurdest nicht gefressen, sondern du bist ertränkt. Nein, du bist aufgespießt, sofort totgeschlagen. Wo ist. Da gab's doch über Bord gegangen. Getötet, geköpft, explodiert, ertränkt, erschlagen, verzehrt. War es das gewesen? Aber ich hatte auch eine Möglichkeit gehabt zu sagen, der ist nur über Bord gegangen. Erdrosselt, erfroren, totgeschlagen, erschlagen, am Leben, aufgespießt. Wo ist denn das? Ich hatte es doch gehabt. Erfroren, erdrosselt, durch Bord, begraben, aufgespießt, am Leben, unbekannt. Erschlagen, erschossen, getötet, ertränkt. Ertränkt heißt ja jemand anderes, aber wenn er einfach nur über Bord gestürzt. Über Bord, da war's. Und ertrank in den Fluten. Das könnte auch die anderen. Das könnte auch die anderen, die hier, die am Ende dann verschwunden waren. Das könnte mit denen allen passiert sein. Weiter zurück, zurück. Lebt auf der. Da ist schon Matrose, der ist mitgegangen. Die leben jetzt alle in Afrika. Wunderschönes Örtchen. Mit einem Messer getötet. Das könnte passen. Wo waren die, die verloren. Die. Ich hatte doch noch. Lazarett. Kann ich da doch noch was herausfinden? Aber es hieß doch, ich habe alle Kapitel freigeschaltet. Oh. Oh, kriege ich da vielleicht die Info? Kriege ich da vielleicht die Info? Go, der ist gestürzt. Und zwar über Bord. Und der eine hier, auch nicht verschlungen. Vielleicht auch hier. Gestürzt. Über Bord. Sind alle in die Flut gegangen. Wurde der verschlungen? Man hat gesehen, wie er vom Kraken erwischt wurde. Könnte passen. Könnte passen. Ja, die Glatzköpfigen, die findet er besonders lecker. Ja. Gut, also das mit Martinez ist schon mal gut, dass ich mir das nochmal angeschaut habe. Also wer jetzt Martinez ist, mir jetzt klarer. Jetzt das mit dem Lazarett, weil da ist das eingekreist. Das klingt so für mich, wie ich kann mir da noch was anschauen. Ich brauche Saft. Dankeschön, Schätzchen, für die Informationen. Also ich tue mich immer wieder gerne mit dir unterhalten. Du kannst hier Sachen erzählen. Da bleibt mir hier der Mund offen. Schönes Geräusch, oder? Wenn ihr da der frische Saft hier. Oder die Limonade in den Becher mit Brausen und Sausen hier eingeschenkt wird. Lazarett. Wo ist das bitte? Kann ich mir das untersuchen?
Karte, Karte, Karte. Es hieß, es bleibt verborgen, aber hey. Aber hey, vielleicht habe ich ja was falsch verstanden, vielleicht habe ich was übersehen. Schiffsarzt. Lazarett? Da haben wir was. Das ist ganz unten der hintere Bereich. Ganz unten der hintere Bereich, da soll was sein. Also wenn da unten, wenn da der Bug ist, dann muss ich hier ganz hinten hingehen. Hier soll was sein? Irgendwie was wieder versteckt. Oder? Hier müsste das Lazarett sein. Oder sehe ich das? Nee, das war doch nicht das Lazarett. Oder doch? Ja? Nein? Vielleicht? War das das Lazarett? Das ist auf dem Hauptdeck. Hä? Oder muss ich an das... Ist das Lazarett... Muss ich doch... Habe ich das... Muss ich das doch andersrum sehen? Das Schiff. Ja, doch, doch, doch. Das ist der hintere Teil. Da hat der Kapitän sich getötet und das Lazarett ist dann hier auf... Ach, jetzt ist es doch die Spitze? Weil das geht hier so spitz zu. Und da unten ist der Frachtraum. Moment. Ach so, ich bin noch gar nicht ganz unten. Bin ich blöd? Bin ich blöd? Ich muss noch weiter runter. Ganz unten ist das Lazarett. Ganz unten hinten. Und das ist zu. Das ist zu. Da komme ich nicht rein. Was war jetzt eigentlich nochmal das hier gewesen? Der ruchlose Gefangene. Ja. Was mache ich? So. Vielleicht wage ich es doch, dass ich mal... Vielleicht wage ich es doch, dass ich das Schiff verlasse. Vielleicht muss ich... Muss ich das machen, damit ich die extra Info kriege? Aber dann mache ich folgendermaßen. So, automatisch gespeichert. Zurück zum Titel. Ja? Man kann nämlich Folgendes machen. Beginnen. Man kann nämlich was kopieren. Moment. Ich möchte was kopieren. Und zwar... Das Nummer 1... Verzweifelt für immer verloren bleiben. Ah, nee, Moment, genau. Mein erster... Ich bin ja jetzt beim Eim. Das möchte ich kopieren. Und das möchte ich auf... Machen wir das auf 3. Okay. Spielstand. 8 und 8, das ist das. Okay. Das ist, also ich mache jetzt den dritten Spielstand. Ja. Da bin ich jetzt drin. Und jetzt verlasse ich mal das Schiff. Mal sehen, was passiert. Weil vielleicht kriege ich ja doch hier einen Zugriff auf das Lazarett, was mir dann doch wieder weitere Infos gibt. Ja? Man kann es auch zwar so schaffen, aber es ist schwieriger. Hold on. We should go. Storm's nearly about, so we won't be coming back. If you have still business here, climb up and finish it. Else I'll make to port. Okay, ich mache es mal. Tick-Tack, okay. Ich möchte einfach gucken, was passiert. Ich habe ja, ich habe es gespeichert. Ich habe es gespeichert. Finally. Sit down, so you don't fall out. Okay. Ich halte mich links und rechts fest. Jetzt geht ab die wilde Fahrt. Weil es hieß im Buch, dieser Abschnitt wird Ihnen verschlossen bleiben.
bis sie mir das Buch zurückgeben. Aber er hat auch gesagt, wir werden nicht zurück sein. Also kommen wir jetzt gar nicht mehr auf das Boot zurück? Eine Woche später. Aha. Die ehrenwerte Ostindien-Kompanie. Versicherungsgutachten für das gute Schiff Opradin. Opfer verhängnisvoller Ergebnisse auf hoher See. Vorbereitet von der Ermittlungsabteilung des Unternehmens. Schiff im Sturm beschädigt, Atlantik im Sturm gesunken, Vollmarf Auszahlung 20.000 Pfund heißt es, oder? Komplette Fracht verloren, Auszahlung 5.000, komplette Fracht verloren, Frachtkompanie, Geldbuße. Moment. Ah doch, ich dachte mir doch, ist da jetzt die Auflösung, was mit denen passiert ist? Nein, weil der Markus Gibbs, der Zimmermannsmart, Schicksal unbekannt, keine Ansprüche geltend gemacht. Also da würde dann alles stehen, Gesamtzahlung so viel. Im Namen der ehrenwerten Ostindien-Kompanie bestätige ich alle Aussagen als korrekt und erkläre diesen Vorgang mit seiner Gänze für abgeschlossen. Oberinspektorin der Kompanie. Ein vorläufiger Entwurf dieses Gutachtens wurde vom königlichen Handels... Okay, unterschrieben. Also so, das wäre jetzt sozusagen mein Highscore. Die Taschenuhr verbleibt in ihrem Besitz. Aha. Das Buch kehrt wunschgemäß zu seinem ursprünglichen Besitzer Henry Evans nach Marokko zurück. Aha, aha. Briefmarke nicht vergessen. Und nu? Ein Jahr später. Erst eine Woche später für den... So, dann bin ich hier. Sitze an meinem Tisch und denke mir, ach, mit einer guten Tasse Kaffee, was habe ich hier für eine gute Arbeit geleistet? Hä? Wen habe ich gerufen? Oder hat jemand mich gerufen? Kann ich mich vielleicht umdrehen? Ich habe ein bisschen Angst. Was ist denn da jetzt los? Hallo? Oh, ein Brief? Aha, aha. Was ist das denn? Liebesbrief? Weil ich so eine gute Arbeit gemacht habe? Ich habe Ihren Wert gesehen und möchte Sie kennenlernen. Oberinspektorin, ich bedauere Ihnen auf diesem Wege die bedauerliche Mitteilung machen zu müssen, dass Dr. Evans von uns gegangen ist. Oh, er ist gestorben. Er erlag kurz nach dem Erhalt Ihres Pakets seiner Krankheit. Jane Bird? Hieß nicht die eine auf dem Boot Jane Bird? Ich habe gerade ein bisschen zu weit gelesen. Obwohl er schon von Natur aus von schwacher Gesundheit war, nahm ihm der Erhalt des Buches der Operatin in einem so wenig abgeschlossenen Zustand den letzten Lebensmut. Bitte was? Oh, Ihre Arbeit ist so schlecht. Ich spüre, wie mir meine Seele entweicht, weil meine Arbeit so ungenügend war. Ist er gestorben? Und er sollte sich nicht mehr davon erholen. In seinem letzten Augenblick ließ er uns wissen, dass er zutiefst bereue, eine so formidable Aufgabe Ihnen anvertraut zu haben. Wir dachten, Sie sollten dies wissen. Aha, das klingt mir eher nach einem schlechten Ende. Ordoschir, die Arbeit nicht komplett abgeschlossen. Alle Mann von Bord, verlassen Sie das Schiff, ohne alle verfügbaren Kapitel zu lösen. Aha. Ja, so das. Okay. Das ist für meinen Vater. Och, ach, wie lieb. Also, kann ich das überspringen? Ja,
Kann ich, oder? Moment. Ja. Gut. Moment, zurückspulen. Auf Schiff zurückspulen. Fortschritte gehen nicht verloren. Das heißt, ich bin jetzt wieder da, wo ich das Speichern gemacht habe. Ja. Gut. Also, so sieht das Ende aus. Und da sagt er, schlechte Arbeit. Ich tue das Zeitliche segnen. Na, dankeschön. Ja gut, aber das heißt trotzdem, dass mir das Lazarett verschlossen bleibt, richtig? Weil es hieß ja erst, wenn er das Buch hat. Oder habe ich jetzt hier einen Zeitzauber gewirkt und weil ich die Zeit zurückgedreht habe, ist jetzt das Tor offen? Nein, leider nicht. Leider nicht! So funktioniert das leider nicht in diesem Spiel. Nein, nein, nein. Schade, schade, schade. So. Da habe ich ja die Leiche gefunden. Vielleicht muss ich mir nochmal... Mach die Tür wieder auf! Vielleicht muss ich nochmal hier mit der Riesenkrabbe reden. Mit der Riesenkrabbe vom Urmel. Yes. So. Hier bin ich wieder hoch. Was war das bitte gewesen? Moment. Jetzt sag ich nicht, war ich in dem Raum schon mal? Hallo? Achso, ja doch, hier war ich. Hier waren ja die ganzen Waffen gewesen. Die ganzen Waffen. Komm, das nehme ich immer persönlich, wenn das mir dann vor der Nase zugeschlagen wird. Pff. So. Keine Sorge, ich bin's bloß. Kapitel 6, Soldaten im Meere, Teil 8 von 8. Ach, das ist der letzte Teil von den Soldaten im Meere. Gut. Ja. Wer bist du? Du bist der Unbekannte. Ich glaube ja wirklich, du bist hier dieser Abraham Akbar. Wurdest du verschlungen? Oder bist du hier über Bord gegangen? Wer weiß. Wer weiß das schon. Du, gib mein Schwert wieder her. Das ist nichts zum Spielen. Und der ist... Ja, wurde er aufgespießt oder wurde er doch durchbohrt? Wahrscheinlich doch eher durchbohrt, hä? Meine Kräfte sind am besten durchbohrt. Aber wer bist du? Das ist die Frage. Ein guter Freund bist du von dem einen Typen. Von dem... Wie hieß er nochmal? Keine Ahnung. Aber du bist ein Matrose. Bist du der George? Bist du der Patrick? Hier ist Patrick. Bist du der Alexander? Der Henry? Der Hamadou? Der William? Der John Apples? Der Alex Tabrau? Der Alaskus? Bist du ein Maskast? Louis Walker? Maba? Willy? Nee, Maskast kannst du gar nicht sein, weil ich dich gar nicht oben gesehen habe, richtig? Vielleicht bist du Fanrich, der Thomas Lanke. Der Charles Herstick. Pff. Bist du ein Stuart? Nee. Stuart, ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Ich kann dich noch nicht zuordnen. Tut mir leid. Okay, wo ist unbekannt? Matrose, hier. Okay, an mir findet man dich nicht. Da hinten dran ist ja noch einer, den... Den habe ich noch gar nicht... Ese. Wer bist du denn? Ja, wer bist denn du? Ja, du bist der Nathan Peters. Aha, genau. Du warst ja hier... Du bist ja der Freund von dem... Der wurde durchbohrt. Ja, ja, das erkenne ich. Wer hat sich da versteckt in der Dunkelheit? Der Maskast mit den Tattoos. Und da oben steht der Bootsmann Smart. Und da ist der eine Matrose. Bringt mir aber auch nicht mehr. Gut. Also. Ich will natürlich nicht, dass der liebe Henry Evans dem Lebensmut fehlt. Daher will ich hier eine gute Arbeit machen.
Das heißt, die anderen Schicksale sollen auch noch hier gelöst werden. Ich werde mein Bestes geben, das auch zu schaffen. Dann gehen wir mal in das allererste zurück. In die allererste Erinnerung, die ich hier dann mir angeschaut habe, ja? Aber vielleicht gibt mir das ja auch schon wieder einen kleinen Hüpp, kleinen Spust, wie ich hier weiterkomme. Und das war's nämlich du gewesen. Klick, klick. Das Ende, Teil 1 von 4. So hat ja alles angefangen. Ich glaube wirklich, du bist hier der vierte Offizier. Da ist nichts weiter zu finden. Du wolltest dich da rein. Da reinschleichen. Ja, ja. Das ist klar. Dann gehen wir hier rein. Hier ist nichts zu finden. Der Kapitän hat sich selber getötet. Hm. Teil 2 von 4. Where are they? Must be in here someplace. Wo sind sie? Die müssen hier irgendwo sein. Sie sind auf dem Grund des Meeres. Das ist eine Lüge. Ach, der redet von den Muscheln, hä? Dass er die Muscheln über Bord geworfen hat. Und er hat ihn mit einem Messer getötet. Ja. Und hier kam einer geklettert. Das war der Fähnrich. Der wurde totgeschlagen. Oder war es ein Fähnrich? Hä? Oder war es ein Marsgast? Aber wenn er hier halt mit dem Offizier arbeitet, würde ich halt wirklich sagen, das ist ein Marsgast, weil der dem ja untersteht, oder? Oder doch ein Steward? Hm. Wenn das einer der Stewards ist. Ist er vielleicht der Schiffssteward, der sich ums Schiff halt immer nur kümmert? Ich lass das mal. Hier ist ja nichts weiteres zu finden. Nur wie der hier dann runterklettert, um dann den Kapitän von hinten anzugreifen. Der hat schon das Seitliche gesegnet. Da oben ist auch niemand mehr. Wieder kleine Affe. Wieder große Affe. Die neugierige Affe. Koko. Hm. Hey. So. Wenn ich auch bei dir hingehe. Teil 3 von 4. So, da sieht man ja, der wurde mit dem Messer getötet. Ja. Er wurde definitiv mit dem Messer getötet, aber wer bist du? Da ja die anderen Offiziere, der Martin, ist ein anderer. Also muss das hier der vierte Offizier sein. Richtig? Geköpft wurde der nicht, der hat ja den Kopf behalten. Es war ja auch kein Schwert gewesen. Es war ein Messer. Erschlagen wurde der nicht. Stromschlag, Selbstmord, unbekannt. Oh, man lebe es sicher nicht. Betrosselt, nein. Es passt halt wirklich nur, er ist mit dem Messer getötet worden. Das ist ja schon die Frau, die tot ist. Dadurch habe ich ja die Erinnerung. Und hier. Der wurde totgeschlagen. Ja, mit dem Knüppel.
mit dem Stock oder Speer oder was auch immer das ist hier, einmal hier frontal lappen. Und dann hat er die Sterne gesehen, wo seine Seele auch dann hinaufgeflogen ist. Da kann ich einfach nicht mehr machen, außer halt vielleicht die richtigen Namen zu ordnen. Aber es gibt so viele Namen. Und da müsste ich dann im Grunde wissen, welche Position hat der? Ja? Welche Position hat der? Du warst der in der Explosion, ja. Wer warst du denn? Du wurdest durchbohrt. Wo sind diese drei Leichen? Du warst ja... der. Aber ich schaue mir nochmal die Erinnerung an, weil vielleicht, weil dann komme ich vielleicht nochmal in eine andere Erinnerung. Das Verderben Teil 1 von 8. Du bist irgendein Matrose, der vermutlich... Tatsache! Das sind die drei, die man gesehen hat, wie die über Bord gegangen sind. Man hat nämlich gesehen, der Kraken hat ja hier seinen Tentakel rausgeschickt und dann sind die und dann sind die ja hinabgestürzt. Der wurde gefressen. Also wurde der vielleicht doch gefressen. Zusammen mit den anderen. Aber dann bräuchte ich immer noch ein paar Namen. Könntet ihr nicht wie in der Schule ein paar Namensschilder tragen? Wäre das nicht möglich? Unbekannter Angreifer. Ja, also entweder wurden sie wirklich gefressen oder sie sind einfach über Bord gegangen. Eins von beidem. Eins von beidem. Oder? Erinnerungen. Das Verderben. Verschwunden. Die sind verschwunden. So wie der auch. Deshalb ist er auch so schwierig, weil man müsste dann einfach am Ende dann schauen, welche Namen sind übrig. Wer könnte das sein? Das war Verderben. So. Ich schau mir nochmal. Du wurdest zerrissen. Du wurdest ja hier von der grässlichen Bestie durchbohrt. Durchbohrt oder aufgespießt. Ich schau mal diese Erinnerung nochmal an. Vielleicht hilft es ja. Vielleicht hilft es ja. Das Rufen, Teil 6 von 6, Kapitel 4. Ahoi! Ahoi, Matey! Du bist der zweite Offizier, dich habe ich ja identifiziert. Aber ganz ehrlich, wieso? Also, der wurde erschossen, weil der seinen Bruder getötet hat. Und nee, nicht seinen Bruder, sondern einen von seinen Leuten. Und wer schaut dazu? Moment, wenn der sieht, wie der erschossen wurde, das ist der zweite Offizier, dann könnte das hier, könnte das der Steward des zweiten Offiziers gewesen sein. Das würde passen, weil natürlich würde er schauen, aha, sein Vorgesetzter ist wieder da. Ja, da gucke ich nochmal, oh, was passiert denn da? Er wird angegriffen, ja, was soll denn das? Das würde passen. Das würde passen. Mehr kann ich in dieser Erinnerung mir nicht anschauen, nur dass hier der erschossen wird. Und da ist noch einer. Der wurde vergiftet, denn das habe ich ja. Der wurde durchbohrt. Und da der durchbohrt wurde, muss ja das andere Opfer, was ja hinter ihm stand, ebenfalls als durchbohrt. Bord zählen, ja, ja. Aber wurde der von dem Offizier totgeschlagen? Oder wurde er erschossen? Ich
glaube, jetzt könnte ich mir diese Erinnerung nochmal anschauen. Erinnerung, von wo bist du? Erinnerung markieren wir mal. Umgekommen in Flucht, Teil 5. Was soll das alles, du verfluchter Narr? Das hat sein Mörder gesagt. Er kam gar nicht zu Wort. Position der Leiche. Dort. Wenn es der Offizier war. Es könnte natürlich auch der Steward des Vierten gewesen sein. Steward oder Offizier? Das ist hier die Frage. Es gibt so ein paar Leute, da möchte ich auf jeden Fall die Identität herausfinden. So. Du wurdest vergiftet und du warst die Frau. Ich denke, das brauche ich mir nicht nochmal anschauen. Du warst der Dan. Oh. Okay, schauen wir uns die Erinnerung an. Das war, als der Krag hier gewütet hat. Das war der im Teil 6 von 8. So. Das war der Steward, der wollte den ja retten. Das habe ich ja verstanden. Du bist der zerrissen wurde. Da geht gerade einer über Bord. Gestürzt über Bord. Das passt schon mal. Das passt. Aber ist der jetzt von da oben gefallen oder hat ihn der Krake erwischt? Nee, das wollte ich nicht. Und er trank in den Flut. Das ist, also seine Todesursache ist klar. Aber wer ist der Typ? Kann natürlich auch sein, dass der jemand, dass er gar nicht hindisch ist und ich lasse mich da halt wirklich jetzt vom Turban jetzt, täuschen. Vielleicht ist er ja ein George. Auch wenn das jetzt richtig ist, bräuchte ich immer noch zwei andere, damit es dann aufgedeckt wird. Dann mache ich aus hier den William. So. So, wer ist da? Du könntest der Martin sein, das könnte passen, weil du ja dann auf dem Deck mit ihm da gekämpft hast, gegen den Kraken. Da unten war noch einer. Und du bist es. Moment. Dann könntest... Dich habe ich auch gesehen. Du könntest auch der Steward des dritten Offiziers sein. Ja, wenn du mit dem arbeitest, entweder so oder so. Einer der Stewards könntest du sein. Irgendjemand anderes, den ich hier übersehe. Sieht nicht danach aus. Gibt es hier eine andere Leiche, über die ich dann wechseln könnte? Nee. Bei dir sehe ich nur, dass du ins Wasser fällst. Da unten komme ich nicht weiter. Ja. Die Tür zeigt ja auch, dass wenn da eine Tür ist, ich komme da, kann keine andere Leiche untersuchen, mit der ich weiter hinabtauchen könnte. Okay. Was bist du nochmal? Teil 2 von 8 von Soldaten der Meere.
Ah, jetzt bin ich auf der unteren Stelle. Da wollte ich ja hin. Genau, das war der, der vom Blitz getroffen wurde. Das war das. Und der wurde aufgespießt, das ist klar. Kann ich mir... Was gibt... Okay. Hebt an, schnell weg. Was ist das? Damit halt der Teufel noch einer hier drüben. Okay, mehr wird da nicht gesagt. Bootsmann Smart? Der vermeintliche Offizier? Vielleicht aber auch jemand ganz anderes? Weil der Punkt ist der. Moment. Wenn das ein Steward ist und das sind... Vielleicht, wenn das hier alle Stewards sind. Vielleicht bist du dann auch der Steward. Vielleicht bist du der Davy James. Du bist der Maskast. Du bist total unbekannt. Machen wir erstmal einen Matrosen aus dir. Erinnerung. Umkommen in das Verderben. Die Lunte. Was ist mit dir passiert? Position der Leiche. Geschützdeck da drüben. Ach so. Ich glaube, die Erinnerung muss ich mir anschauen. Das Verderben, Teil 4. Das scheint mir von... Das klingt... Also kannst du mir wirklich nochmal weiterhelfen. Du bist der Nathan Peters. Du bist der, okay. Also beim Geschützdeck muss ich schauen. Geschützdeck, Steuerbordseite. Damit ich dann zu seiner Leiche komme. Geschützdeck war jetzt wo nochmal? Erstes Untergeschoss. Erstes Untergeschoss. Steuerbordseite. Und du bist... Das hat halt eine mehrere Teil 2. Ne, Moment. Das warst du? Losgerissene Kanone zerquetscht. Vielleicht warst du der Kanonier, Mart? Gibt's auch wieder so viele, die ich hier das gleiche zuordnen könnte. Du bist es. Wurde von deiner Lust. Okay. Ab in die Erinnerung. Dass ich die mir nochmal genauer anschauen kann. Das Verderben Teil 5 von 8. Okay, Teil 5 war das. So. Was ist denn hier geschehen? Sir, Kanone losgerissen, sich kränkt, festhalten. Ja, was er sagte. Den habe ich ja zugeordnet, weil wegen der Nummer bei der Koje. Da kann ich nicht raus. Du könntest der Steward vom Kapitän sein. Du bist der Fähnrich, der... Du wolltest ihn ja retten. Vor der Explosion. Du wolltest ihn rausziehen. Da ist niemand. Wer läuft denn hier? Dieser Unbekannte. Den kann ich aber auch überhaupt nicht zuordnen. Wer das sein könnte. Du bist der Kanonier. Das ist ja klar. Den habe ich. Und du bist jetzt ein Marsgast.
Dich kenne ich auch schon. Also du wurdest definitiv von der Kanone zerquetscht. Aber wer du bist... Vielleicht bist du auch einfach einer der Matrosen. Der John Naples. Damadu. Henry Brennan. Bist du vielleicht doch ein Marsgast, aber ich habe dich nicht da oben gesehen. Also kann das gar nicht sein. Einer von den Fernrichen vielleicht. Den Zahlmeister habe ich ja auch noch. Und den Steuermann, obwohl... Nee, das hilft mir nicht weiter. Daher erstmal du hier. Oh. Noch ein bisschen weiter ins Kaninchenloch oder Hasenloch, sagt man, oder? Das war der Teil 4 von 8. Da wollte ich hin. Teil 4. Genau, da wollte ich hin. Und der wurde ja von der Kanone erschossen, die ja der Krake dann in seinem Tentakel hatte. Und das war eigentlich alles, was man da rauszählen konnte, hä? Stuart des vierten Offiziers. Wahrscheinlich. Was war es jetzt? Ich glaub, beim vorletzten Part hatte ich dann so schon wieder einen Fortschritt gehabt oder beim letzten Part. Aber jetzt hängt es wieder, weil es mir einfach einen Namen fehlt. So viele Namen und wann immer ich da was Neues zusortiere, könnte es ja sein, dass das richtig war und dann habe ich das beim anderen Mal wieder falsch. Das verdammt halt 2 von 8, ja. Einfach durchgehen. Du warst der Maler. Du bist der Paul Moss. Moment, haben wir hier Kojen mit Nummern? 45, das war der Leonid Volkov. Da schläft hier durch, wenn da einer beim Kacken erwürgt wird. Pah. Unbekannte Matrosen. Wer läuft hier zusammen? Wenn dich jetzt... Der trägt... Ein Zweiteller. Also könnte es sein, dass der dem untergestellt ist, oder? Und der hat auch so einen Hut auf dem Kopf. Also könnte es sein, dass das hier der vierte Offizier ist? Und das ist der... Steward des vierten Offiziers? Könnte sein. Könnte aber auch ein Fähnrich sein. Aber wenn ihm direkt unterstellt ist... Und keine Ahnung mit dem... Wann war der denn bitte gestorben? Neue Erinnerung. Erste Erinnerung... war hier. Moment. Erinnerung markieren. Ich weiß nicht, ob du das bist.
hier kommt er drin vor. Ja, da kommen aber viele drin vor. Da sehe ich immer noch keine Gesichter. Das war die Nummer 10. Also ich frage mich wirklich, wie man das dann, wie schlau man da sein muss, um dann sowas erschließen zu können, halt mit den ganzen Namen. Da tue ich eher auf mein Glück hoffen, dass ich da die richtigen Namen aussuche. Gut, die Zeit verrennt und ich merke schon, mein ganzes Gehirnschmalz ist wirklich für heute aufgebraucht. Ich habe jetzt wieder ein paar Folgen hintereinander aufgenommen und ich merke, je länger ich dann da aufnehme, desto weniger Denkvermögen habe ich. Also gut. Jetzt schauen wir nochmal automatisch zurück zum Spiel. Wie viele Schicksale habe ich hier erschlossen? 27 Schicksale. Nach 8 Stunden und 26 Minuten. Ist aber schon was für meine Verhältnisse. Dass ich da auch so lange Geduld habe. Das ist der Punkt. Ich habe jetzt das Ende gesehen. Schöne Musik. Und das Ende gefällt mir nicht so. Ich möchte wirklich versuchen, dann da alles hinzukriegen. Und ich muss halt wirklich nur gewissen Spuren folgen. Dieser eine Tipp mit. Lass es langsam angehen. Geh halt nach und nach die Kapitel durch. Das ist, denke ich, wirklich der beste Tipp, den ich mir auch selber nehmen und sagen kann. Lass dir Zeit. Manchmal sind es halt wirklich Kleinigkeiten wie das, wo man gesehen hat, oh, der ist über Bord gefallen oder die verschwunden. Sie sind wahrscheinlich auch vom Kraken über Bord geschleudert worden. Na, dann ist halt der Punkt. Mit den ganzen Namen, wenn ich weiß, das sind jetzt alles Matrosen oder das sind alles Marsgaste. Es gibt dann so und so viele Kombinationen, wie man sagen kann, oh, das sind genau diese drei. Und das muss ich versuchen dann irgendwie, die Auswahl muss ich verringern. Ja, dass ich schon ausschließen kann, die Person kann es nicht sein. Ob ich da irgendwie eine gute Lösung finde, sehen wir in der Fortsetzung von Return of the Opera. Denn wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und bis dann sage ich hier 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.